So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Beim letzten Mal haben wir uns durch eine Horde Untoter weiter ins Allerheiligste gekämpft und stehen jetzt vor dieser Tür, die wir jetzt einfach mal öffnen wollen. Ja, das war jetzt eine ziemlich nötige Tür. Aha, da vorne brauchen wir die Klaue, glaube ich. Aktivieren, Schlüsselloch. Innerer Ring, mittlerer Ring, äußerer Ring, oh je. Da passt die Goldklaue rein. Und jetzt? Ach du Heilige. Ist das das gleiche wie vorhin? Nein, ich muss hier irgendwo, glaube ich, Hinweise finden. Ich sehe da einen Hund. Der wird mir nicht viel bringen. Auf der Tür selbst? Nein, sieht nicht so aus. Ich sehe da einen Fuß. Da steht ein Fuß rum. Nein, ich glaube, das soll eine Verzierung sein. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hilft ja auch nicht wirklich. Oh, ich bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja gut, dann hätte ich jetzt gern mehr Magika. So. Alchemie, Illusion, Beschwörung, Zerstörung. Aha, genau. Das hätte ich gern. Wirken des Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika. Ja, das mache ich doch gern. Okay. Wird mir das jetzt auch so angezeigt? Jawohl, Tatsache. Nur noch 6 pro Sekunde anstand. 12. 12? Das war doch vorher 16 und 18, oder nicht? Naja. Hinweise suchen. Sehe ich hier irgendwas? Nee, nicht direkt. Es macht einfach Spaß. Ja, auf weg da. Lass mich durch. Bin der Landvogt. Was? Das habe ich auf keinen Fall aus irgendeinem Stream geklaut. Kann ich die da oben auch abhauen? Nein. Schade. Was hat das Ding eigentlich für eine Reichweite? Das ist ja nicht normal. Hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Kann ich das Regal anzünden? Ist wohl ein Eisenregal. Und die Holzbarrikaden hier? Die Holzbarrikaden hier sind wohl auch aus Eisen. Nein, die brennen tatsächlich. Aber wahrscheinlich nicht ab. Schade. Na gut, ich könnte jetzt natürlich auch einfach rumprobieren. Ich meine, es sind nur 9 Möglichkeiten. Nein, halt. 3. Hoch 3. Dann sind es keine 9, sondern 27. Das war's am Anfang, oder? Da geht nichts. Da geht auch nichts. Und da geht auch nichts. Na gut, dann schiebe ich den einen weiter und probiere ihn wieder aus. Nichts. Nichts. Das könnte jetzt ein bisschen unspannend werden. Und wieder nichts. Also noch ein weiter. Nichts. Nichts. Und nochmal nichts wahrscheinlich.
Ja, also gut. Nochmal ein weiter. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich ist es wieder die letzte Kombination. Es ist immer die letzte Kombination. Weil das davor, das ist ja... Das könnte ja hinkommen, dass man auch mal Glück hat. Aber nein, das muss die letzte sein. Nein, wieder nichts. Tja. Dann oben eins weiter und das Ganze von vorn. Oh Gott. Nein, Fernseher, du bleibst an. Wenn sich der Fernseher auf einmal während der Aufnahme ausschalten will. Da ist doch mein Aufnahmeprogramm drauf. Sonst weiß ich doch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Huch, nein, ich wollte nicht näher herangehen. Ich habe gerade eben mit drei Eulen angefangen, oder? Ah, vorsichtshalber. Nicht, dass es jetzt drei Eulen sind und ich das aus Versehen ausgelassen habe. Okay, nein. Wahrscheinlich habe ich zwischendurch irgendwas ausgelassen. Und ganz am Ende hat keine Möglichkeit, die ich ausprobiert habe, funktioniert. Ach ja. Eule? Ja, okay. Mit der habe ich gerade angefangen. Dann das hier. Und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, muss ich den oberen Ring nochmal drehen. Und dann habe ich immerhin mit dem oberen Ring schon mal alle Kombinationen durch. Gut. Natürlich war es eine der letzten Kombinationen, die möglich sind. Das war ja klar. Ja. Aha, das war's. Na also. Hat doch nur... keine Ahnung. 5 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, ich habe nicht angeguckt, wann wir angefangen haben. Doch, könnten wirklich 5 Minuten gewesen sein. Verdammt. Naja. Wieso kommt man immer wieder in große unübersichtliche Hallen? Wieso müssen die immer wieder unübersichtlich sein? Groß kann ich ja verstehen, aber wieso so unübersichtlich? Und wieso kommt da noch niemand raus? Ach, wahrscheinlich kommen da erst welche raus, wenn ich da hinten irgendwas aktiviert habe. Alles auf einmal an. Ist doch immer so. Spiel ist durchschaubar. Ach, diese Fledermäuse. Immer noch niemand? Wo kommt die Musik her? Was ist das denn? Halt, stopp. Ich will zuerst in die Truhe gucken. Eisenkriegsachs brauche ich nicht. Nein, den Amethyst nehme ich mit. Das Gold nehme ich auf jeden Fall mit. Zaubertrank der Wasserarmung. Ring des niederen Knappen. Steigere die Fertigkeit leichte Rüstung um 12 Punkte. Ich habe auch keine leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Doch, die beschlagene Rüstung zählt als leichte Rüstung. Okay. Egal, was ist hier? Das sind Gräber. Das ist ein winziger Seelenstein, den nehme ich mit. Leintücher brauche ich wie immer nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal ins Licht. Nein, geh nicht ins Licht. Worte der Macht gelernt. Kraft, unerbittliche Macht. Okay. Das heißt also Kraft, unerbittliche Macht. Das werde ich mir definitiv merken. Huch. Das war so klar. Das war so klar. Ach du Heilige. Warum brüllt er so? Das ist bestimmt ein gutes Zeichen, dass der brüllt, ne? Au!
Heilige Scheiße, beruhig dich mal. Verdammt, nein! Nein! Och man. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Vor der Tür? Nein, halt, das war die falsche Richtung. Och nö, oder? Muss ich jetzt nochmal alle besiegen? Hoffentlich nicht. Ich wollte mich gerade noch heilen, da war es zu spät. Mist. Ja, natürlich muss ich jetzt auch hier nochmal durch. Ach. So geht's auch zur Not. So. Natürlich leben die Viecher wieder. Mist, 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 Mist. So, komm her. Was habe ich denn jetzt verletzt? Der Typ da hinten? Achso, halt, habe ich... Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht hier. Magika wollte ich. Und, was ist das hier? Nein. Schmiedekunstverrüstung. Blocken, zwei nicht mehr. Es war... Was war's denn? Zerstörung. Genau. So. Geht doch. Der kostet jetzt auch, oder? Jawohl. Den Bogen brauche ich wieder nicht. Die Pfeile nehme ich mit. Das Gold nehme ich mit und das Knochenmehl. So, und jetzt geht's hier ein bisschen zügiger durch. Hier war ja nichts, soweit ich weiß. Also gar nichts. Und dann zur Tür. Das ist jetzt natürlich toll, dass ich jetzt nochmal ausprobieren darf. Ah. Okay, oben war's der Bär. Und die zwei unten weiß ich nicht mehr. Aber immerhin kann ich die nochmal recht schnell ausprobieren jetzt. Wenn ich immerhin das obere noch weiß. Und zwei Bären waren es glaube ich nicht. Egal. Probier's trotzdem durch. Drei Bären waren es auch auf keinen Fall. Und... Nein. Dann war es der Bär. Das Viech und die Eule? Oder zwei Viecher? Nein. Bär, Viech und Eule. Okay, doch. Na also. So. Und jetzt speichere ich nochmal schnell. Das war auf F5, oder? F5? Es war auf F5. Gut. Dann nochmal die durch. Da war irgendwo eine Truhe. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte springen. Das, nein, das war nicht eine Truhe. Das war ein Sarg. Hier war irgendwo eine Truhe. Da oben vielleicht? Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal nicht mal hingeguckt. Nein, da ist auch nichts. Na gut. So, dann raube ich den Typ erst. Oh, da unten war ja noch ein Trank, sehe ich gerade. Schwachsgift der Entzündung. Und da die Truhe.
Da war die Kriegsaxt, die ich nicht brauchte. Den Amethyst, das Gold, Trank der Wasseratmung, der Ring und die Rüstung brauche ich nicht. Moment, den Ring könnte ich vielleicht sogar noch anlegen. Wie sieht es jetzt mit Bekleidung aus? Der Eisenhelm zählt als Schwerrüstung, die Eisenstiefel ebenfalls, die Handschuhe und das auch. Okay. Das heißt, der Ring kriegt mir mal so gar nichts gerade. Aber andererseits habe ich überhaupt keinen Ring ausgerüstet ansonsten. Also ich meine, Schaden kann auch nicht. Jetzt habe ich immer einen Ring. Toll. Na gut. Kraft unerbittliche Macht. Bringe die Klaue zu UK. So, Moment. Achso, nein. Auf, raus mit dir. Nicht? Komm schon, du schaffst das. Na also. Au. Ja, der will sich nicht weiter bewegen. Na also, geht doch. Die nehme ich mit. Was hat der hier noch? Den Drachenstein. Und Gold. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt. Na, dann packe ich mal das Zeug wieder weg. Und gehe mal hier hoch, nehme ich an. Ich schätze mal, da geht es wieder aus. Es geht ja nach oben. Ist hier hinter was? Nein. Doch. Haha. Gut versteckt. Na super. Das war ja ein sehr haltbarer Dietrich. Ein Amethyst, Gold, ein Stahlbarren. Sehr schön. Ein winziger Seelenstein und ein Kupferdiadem mit Onyx. Na dann. Nein, das war schon wieder der falsche Knopf. Ich hab's nicht so mehr, Tastenbelegung. Weiß auch nicht, irgendwie will ich immer mit B springen. So, jetzt aber. Hauen wir mal ab. Was bist du hier? Ein Griff. Das ist ein Griff. Aha. Der wird bestimmt eine Geheimtür öffnen nach draußen. Oder einfach nur irgendwie so eine Geheimtür. Wer hat denn die Kerze hier angezündet? Da steht eine Truhe rum. War ich hier schon mal? Was ist das? Totenschädel. Rote Bergblume. Bergblumen. Was ist hier drin? Gold. Zaubertrank, geringe Ausdauer und Pfeile. Aha, da geht's wieder raus. Ziel Himmelsrand. Wir sind raus, wir haben's geschafft. Ein Wunder. So. Wo sind wir denn hier? Am Arsch der Welt. Wahrscheinlich hätte ich hier direkt am Anfang reingekommen, wenn ich es gefunden hätte. Wobei andererseits, nein, da kommt man nicht rückwärts. Was bist du denn? Zaubertrank der Zerstörung. Ja, warum nicht? Ja gut. Moment. Fertigkeiten habe ich alle erlernt, oder? Da habe ich keinen Punkt mehr frei. Nein. Okay, dann, Fertigkeiten, Objekte. Ich guck mal auf die Karte, wo ich gerade bin. Auf die Weltkarte. Da bin ich reingegangen. Da ist die Drachenfeste. Da ist Weißlauf. Und ich guck gerade in Richtung
Wächterstein, Flusswald. In Richtung Helgen. Das heißt, ich komme jetzt wahrscheinlich hier wieder außen rum zum Ödsturzhügelgrab. Okay. Was ist das hier? Falkenring. Ja dann, ja, dann würde ich mal sagen, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein und wir gehen in der nächsten Folge wieder zurück nach Weißlauf. Bis dahin. Tschüss.